So, und wir haben ja noch den anderen Auftrag. Übelst schwer. Super Special-Auftrag von Gwyn, der uns zu was ganz Besonderem macht. Held, wieso dürfen wir Held nicht wählen? Du musst mindestens Stufe 50 sein. Beschwört ein Elite-Boss. Alles klar. Unter 10-mal kampfunfähig werden. Okay, ich will zumindest einmal kampfunfähig werden, damit ich merke, dass das Spiel auch so eine Art Herausforderung innehält. Bitte. So, und mal schauen. Ich will den Würfel. Der Würfel ist nicht da. Alles ist da, außer der Würfel. Seht ihr? Nur der Würfel nicht. Dann muss ich viel mehr von da hinten einen Würfel nehmen. Den mit der 1 oben. Und... Plop. Das ist ja auch interessant. Bam, wie man einfach alles zerstören kann. So, und jetzt ohne das Gequäke. Was ist das? Eine 5. Alles klar, so. Gibt es noch irgendwas interessantes? Okay, das Schadenmodell ist schon interessant. Gar nicht mal schlecht gemacht. So. Hey, mit Steuerung könnte ich reden. Dann wird der. Ist der Ton jetzt allgemein leiser geworden? Das wäre doof. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch auch so ist. Schoko macht glücklich. Yay! Ich weiß nicht, ob das bei euch auch, wie gesagt, so ist. Aber bei mir ist der Ton jetzt auf einmal leiser geworden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf dem Weg zum Dungeon. Das Gebiet ist ja völlig neu. Schnapp, schnipp, schnapp. Komm, ab mit dir. Irgendwie braucht das Spiel immer erst etwas. Ernsthaft, diesen Weg kenne ich schon. Gibt's Fallschaden? Ja. Ah! Feinde! Bam, 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 bam! Yeah! Geht doch. Ein bisschen Geschnetzel hier, ein bisschen Geschnetzel da. Und dann war's das mit den Spinnen. Wenn ich hier reingehe, kommt da noch mehr? Nein. Nein. Hier kommt nichts mehr. Hier kommt nichts mehr. Nichts, was das Spiel irgendwie interessant macht, zumindest bisher. Also hier von Vindictus habe ich mir jetzt erstmal etwas mehr erwartet. Ich habe gedacht, das wäre interessanter, etwas besonderer als ein paar Standardsachen, die man sonst so findet. Also so Grafikstil ist schön gemacht. Und so wie das bei der Charaktererstellung aussieht, mit den ganzen Gesichtsmustern, was man da alles einstellen kann, finde ich schon ganz gut schön gemacht. Da sieht man auch so eigentlich schon die Leidenschaft zum Detail. Aber jetzt ist das dann hier, hat sich so verlaufen, ne? Was bist du? Ach, du bist auch ein Feind. Ja, sag das doch. Gut. Hoffentlich geht sie dann weiter und hoffentlich endet das nicht wieder hier. Das fände ich ein bisschen sehr schade. Habe ich hier etwas verpasst? Nein. Dann kommt zu mir. Schnitzelei. So, Overkill. Bam, 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 bam. Overkill 63. Was auch immer Overkill 63 heißt.
Overkill 93. 78. Wir schnitzeln uns einfach mal durch. Da kommt das nächste Gebiet. Wir springen aus Freude an der Sache. Aus Freude am Leben. Aus Freude, aus Freude, aus Freude. Dip, dip, dip. Finish him. Get him. Mortal Kombat. Fatality. Hap, hap, hap. 1, 2, 3, 4, 5. Sterbung. Aber wie gibt's hier nichts Besonderes? Was bist du? Ich würde auch gern sehen, was du für ein Gegner bist, damit ich dich identifizieren kann. Damit ich sehe, dass du etwas anderes bist, etwas Besonderes. Ich muss nicht unbedingt den Lebensbalken vom Gegner sehen, aber zumindest dann wissen, was das für ein Gegner ist. Hingerichtet. Schön. Ah, irgendwie geht's hier nicht weiter. Da geht's aber weiter. Vor allem ist hier irgendwie so keine Musik in-game. Das finde ich gerade so ein bisschen schade. Hätte man wohl durchaus noch was machen können, damit das alles noch so ein bisschen epischer wird. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Entwickler da selbst so ein bisschen drauf kommen, genau wie auf so ein paar andere Sachen, weil ich meine, die haben schon deutsche Sprecher und dass sie da das zum Beispiel haben, dass Untertitel nicht mit den eigentlichen Text zusammenhängt, das ist so ein bisschen schade. So, das sieht mir so... Ach so, ich soll das kaputt machen. Alles klar. Superb. Habe ich das kaputt gemacht? Alles klar. Mache ich das auch kaputt. Darüber springen darf ich nicht. Und... Ah. Wieso zur Hölle dürfte ich... Ruinenkristall. Ja, das ist natürlich jetzt. Ach, darf ich da dran? Danke. Ruinenkristall. Erdkristall. Gut. So, nächstes Gebiet. Tut mir leid, aber für mich ist da nichts Besonderes drin. Ich kann dazu wenig. Alles besser sagen, weil, wie gesagt, das Spiel ist für mich auch blind. Oh, eine verdorbene Schneetatze. Kann ich Angriffe aufladen? Nein, kann ich leider auch nicht. So, wollen wir mal sehen, wer hier der Boss ist. Zack, zack, schnippi, schnapp. Hat er mir eine Kopfnuss gegeben? Es ist ja unglaublich. Und ich brauche mal etwas Ausdauer. Und wie der einfach nicht zielen kann. Ich habe mich ja da zu einer Zeit nicht mehr bewegt. Ah ja, aber jetzt hat er auf einmal schon Schaden gemacht. Warum auch immer. Jetzt kann er allerdings nicht mehr mit seiner Kopfnuss treffen. Jetzt flüchte nicht, du bist ein Boss. Deine HP sind niedrig. Sam. Zumindest mit so einem schönen Lichtkreis. Ja, die HP sind niedrig. Da ist die Mission beendet. Schokozwerg hat die Welt gerettet. Er hat die Welt vor einer großen Bedrohung bewahrt und kriegt dafür zerbrochene Pfeile. So, so, so.
Ich müsste demnächst schauen, dass ich weniger Treffer bekomme. Dann würde ich wahrscheinlich auch eine bessere Wertung kriegen. Naja, aber in 2 Tagen ist der Spaß hier sowieso vorbei. Weil dann heißt es hier leider auch schon Ende Closed Beta, weil die Closed Beta geht, glaube ich, nur 4 Tage. Und ich bin jetzt hier schon im 2. Tag drin. Und SSS und S. Das heißt, es gibt wieder nur SS. Oh, jetzt fällt mir gerade erst die Analogie zu SS auf. Nicht so gut. Besorge weißes Knollherz. Ja, das ist nun mal nicht passiert. Schwur der Ehre. Ja, ich bin sogar kein einziges Mal kampfunfähig geworden. Rezepte, das ist alles schön und gut. Screen speichern. Nichts Besonderes. Der Schokozwerg. Wieso hat der blendliche güldene Augenbräuchen? Wieso das denn? Ich möchte eine neue Rüstung. Was bist du? Eine Katze. Ich meine, wenn das ganze Spiel in der Richtung sogar schon so aufgebaut wäre, dass da so Tiere so eher so Charakter haben, dass die versuchen mit einem kommunizieren zu wollen, würde ich das verstehen. Aber das ist jetzt einfach aus der Luft gegriffen. Ja, nein. Laden? Das Vieh betreibt einen Laden? Nö. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Das sind Spieler, oder? Wenn du etwas wartest, erhältst du seinen Schutz. Blöpp, Wärme umgibt dich. Umgeben von Wärme zu erlangen. Wie lange muss man dafür warten? So, wir warten höchstens 1 Minute. Und woran merke ich das, wenn ich umgeben von Wärme bin? Ach, setzen wir uns derweil mal auseinander mit den Sachen, die wir gefunden haben. Ich denke, wir können uns bald mal um neue Wärme umgibt dich. Ach so. Das gibt Intelligenz. Gut, dann setze ich mich demnächst auch mal ans Lagerfeuer. So für so ein paar Stunden. Und dann kann ich ja direkt einen Bachelor schreiben und Master schreiben und dann irgendein Diplom-Examen und so. Ach so, da oben steht das jetzt auch. Ah, ist ja schön. Gut, dass man das jetzt weiß, dann werde ich das demnächst mal in die Tat umsetzen. Umgeben von Wärme, Will. Du wurdest von einem Lagerfeuer gewärmt. Umgeben von Wärme, Level 1. Wille ist für 30 Minuten um 10 erhöht. Dieser Buff wirkt nur in Dungeons. Ja, schön. Gut. Kriegen wir da jetzt noch was anderes? Skills. Haben wir Skills, die wir noch nutzen können? Kampf. Tiefes Geschenk. Ja, okay. Standard. Standausdauer. So, nicht Standard. Benötigtes Level 8. Nötig. Moment, wir können das so jetzt schon machen. Aha, das ist ja interessant. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Gut, wir brauchen mehr AP. Merkt es euch, wir brauchen AP. AP, AP, AP. Gut, jetzt hält es schon für 40 Minuten. Ist ja wie bei World of Warcraft. So, sprich mit Marek und Audhan. 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 Niemand weiß, wie er ausgesprochen wird. Just like a boss. Ich bin wieder da. Das ist Audhan. Hauptmann der blutroten Klingen. So viel zum Plot. So viel zum Plot. Galakir, ey, der zeigt auf mich. Der mag mich nicht. Der ist komisch. Der nicht, also hier der Galakir.
königlichen Hunden bedrehen. Verschwinde von hier. Marek, beruhige dich. Aber Hauptmann, wir sind hier in einer Operation.